So, ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit einer wirklich wunderschönen Frau, die früher immer etwas an sich auszusetzen hatte. Es waren die Dellen an den Oberschenkeln, es waren die dunklen Schatten unter ihren Augen. I feel you, Mimi. Und warum sie jetzt Frieden geschlossen hat mit sich, das erzählt sie uns jetzt. Hier ist Mimi Fiedler. Mimi, wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig schön gefühlt? Und haben gedacht, super, ich bin eine Granate. Weil, sind Sie, darf ich Ihnen so sagen, als Frau? Ich habe das Gefühl, jemand steht im Weg zu sitzen. Das musst du jetzt aushalten. Also ich möchte erst mal wissen, wie wir jetzt die Überleitung schaffen. Von Tschernobyl, Naturschutz zu dunklen Ringen unter meinen Augen und der Frage, ob ich mich oder wann ich mich zum letzten Mal schön gefunden habe. Ich finde das ist Schönheit einfach bei uns bei 3 nach 9, weil also Sie haben mir das Buch mitgebracht und darum geht's ja in dem Buch. Und das ist irgendwie auch das Schöne, finden wir immer, dass so viele Menschen zusammenkommen mit so ganz unterschiedlichen Themen und dass man zwischendurch den Atem anhält und dann mal wieder lacht. Hochinteressant. Und ich bin gespannt. Also ich bin bereit, diesen Themensprung zu machen. Ich hoffe, Sie auch. Absolut. Ich muss mich nur kurz sammeln, weil ich beides hochinteressant fand. Also vor allem diese Geschichte mit der Erde, dass da so viele Tiere drin leben. Vielleicht helfe ich Ihnen, wenn ich Ihnen sage, dass Sie ein relevantes Thema mitbringen. Also genauso relevant wie das, weil und dass meine Ringe unter den Augen deutlich größer sind. nein, weil wir haben jetzt gerade wieder in der letzten Woche gab es wieder eine Umfrage, die veröffentlicht wurde. Also wirklich von mehreren Zeitungen veröffentlicht. Ich glaube, keiner kam daran vorbei. Jede vierte Frau ist unzufrieden mit ihrer Oberweite. Jede vierte Frau findet sich nicht schön. Das heißt, sie treffen damit irgendwie auch einen Nerv. Das Buch ist schon in den Bestsellerlisten, ist gerade erst erschienen. Mhm. Insofern lassen Sie es gibt eine Studie, die besagt, dass nur 4% aller Frauen auf der Welt sich schön finden. Mhm. Also zu sich selbst in den Spiegel gesagt haben, ich bin schön. Und ich finde, 4% ist wahnsinnig wenig. Und Männer? Sehr viel mehr. Ich glaube, 96% Männer sagen das. Diese Antwort war aber mit der Ansage. Ja. Sagt ihr, ihr könnt von uns nichts lernen. Meine Mutter zum Beispiel, die findet sich wahnsinnig schön. Die sagt immer, ich gehe morgen zum Spiegel und sage, Spiegel, du bist schön. Und der Spiegel sagt, Maria, du bist auch schön. Und sie findet das wirklich. Und es war immer egal, in welchem Zustand sie war. Ich finde meine Mutter übrigens auch wunderschön. Und ich glaube, es ist auch eine Generationsfrage. Ich kann, da oben ist sie. Ich kann auch gar nicht so genau sagen, wann ich mich wirklich so richtig schön gefunden habe. Dann frage ich anders, wann haben Sie das erste Mal einen Zweifel gehabt daran, ob Sie schön sind? Schon ganz früh. Schon als kleines Mädchen hatte ich das. Und warum? Ich wurde in der Schule viel gehänselt. Aber auch jetzt nicht so, das wäre jetzt kein Mobbing gewesen, wie man das heute so kennt. Aber ich habe relativ früh angefangen, so mich zu entfernen von dem, wie ich aussehe. Sondern ich habe mich immer in Vergleich gesetzt mit anderen, die ich für mich schöner empfunden habe oder als schöner empfunden habe. Und es hat dann dazu geführt, dass da ein Selbstbild von mir selbst entstanden ist, das schwierig war. Und richtig schwierig fing es an, so in den 20ern zu werden. Und akzeptiert, wie ich bin und wer ich auch sein will, das habe ich erst in meinen 40ern. Also jetzt ganz aktuell quasi. Wir sind beide 44 Jahre alt. Ja, gutes Baujahr, 75. Ja. Ich muss auch sagen, dass man irgendwie, ich glaube, das weiß jede Frau, die hier sitzt und im Publikum ist, man wird einfach ein bisschen, ja, man geht mit sich selber etwas lieber um. Also ich glaube, die Probleme sind die gleichen, aber man akzeptiert sie und denkt sich, mein Gott, man muss ja jetzt auch nicht aussehen wie ein Topmodel. Nee, das war aber auch gar nicht mein Anspruch. Ich wusste und wollte auch nicht aussehen wie ein Topmodel. Ich wollte mich einfach wohlfühlen in mir selbst. Es hatte wahrscheinlich weniger mit Körperlichkeit zu tun, sondern einfach mit diesem Empfinden, mit den Gefühlen, die man zu sich selbst hat. Ich bin auch in einem Beruf, weiß ich nicht, ob du das bestätigen kannst, weil du ja ein Mann bist und die 96%. 96% bedienst. Aber ich bin schon seit 25 Jahren in einem Beruf, der sehr stark bewertet wird. Also wir Schauspielerinnen werden ja immer weniger besetzt, ab 40. Mhm. Und, ist das immer noch so? Ja, es ist immer noch so. Also die Angebote werden einfach weniger, es ist so. Mhm. Und dann, ich bin in so einem Limbo-Zustand. Ich sehe noch nicht aus wie die Mutter. Mhm. Also weißt du, was ich meine? Ich bin noch nicht die... du bist noch die Geliebte, wenn du besetzt bist. Ja, und dann bin ich aber auch nicht mehr wirklich die Geliebte, weil dafür bin ich dann auch zu alt.
Also ich bin irgendwo zwischendrin. Und wenn du die ganze Zeit bewertet wirst von außen, du gehst zu Castings und dann musst du da irgendwie, du spielst etwas, du gibst ja auch immer ein bisschen was von dir, dann rufen sie dich nicht mal zurück und sagen nicht mal ab zum Beispiel oder bedanken sich nicht mal, dass du da warst. Und automatisch geht man in eine Bewertung. Zumindest ging es mir so. Das muss jetzt nicht meine ganze Zunft betreffen, aber ich habe dann irgendwann gedacht, ich muss mich davon lösen. Mhm. Und ich habe mich erstmal von diesem perfekten Bild, was es auf den sozialen Medien von mir gibt, gelöst. Indem ich gezeigt habe, wie es wirklich ausschaut. Von dem Bild von dir selber oder ja, was da transportiert wird von Frauen an sich? Nein, nein, von dem Bild von mir selber. Das, ich habe auch da ausschließlich schöne Fotos, bearbeitete Bilder mit viel schönem Licht und schönem Make-up und schönen Klamotten. Und ich bin ganz gut abzulichten, wenn man mich da so herrichtet. Aber in Wirklichkeit ist das eben anders. Und wenn die Diskrepanz zwischen diesem perfekten Bild, das es von mir gibt in der Öffentlichkeit, und dem Menschen, der ich werde, nämlich eine alternde Frau, ist ja nun mal so, auch das Bindegewebe ist ja auch hoch und runter benutzt, dann... Nicht so wie schönes Bild, schönes Bild. Ja, wie werden wir das wieder los jetzt? Ja. Ich und mein durchgeorgeltes Bindegewebe. Das als das fragen. Also wir haben gerade gehört, 96% der Männer finden sich schön. Hast du schon mal jemals, und ich sage, die Frauen machen das, vorm Spiegel gestanden und deine Haut am Oberschenkel so zusammengedrückt, um zu gucken, ob dann der... Die drückt sich von selber, wenn ich die Hose ausziehe. Nee, ich muss sagen, ich habe wirklich gut ausgesehen, bis ich so 35 war. So dichtes Haar, das war alles ganz nett. Und dann wurde ich langsam fett. Jetzt, ich bin weniger fett als noch vor ein paar Jahren, da bin ich ganz zufrieden. Und ich halte mich bei solchen Sachen immer streng an den Herrn Lauterbach, ehrlich gesagt. Und an ein paar andere, die Leute. Weil der Herr Lauterbach sieht auch nicht aus wie ein Opa. Das ist ja auch so ein Ding. Ist aber ist er, oder was willst du jetzt sagen? Ja, stimmt, ist er ja auch. Stimmt. Das ist, ob du ein Opa bist, das ist so ein bisschen Ausstrahlungssache. Ein Opa bedeutet eigentlich ein Mann, der so weit durch ist. Und kein, nicht wie Großvater. Wenn ein Opa bist, bist du ein Opa, bist du ein Hosenträger, Fraggle. So, weißt du, eine Mutter sein kannst du auch immer. Das ist halt ich bin ja auch Mutter. Also ich bin eine tolle und attraktive Mutter, dass man es einfach mal gesagt hat hier am Tisch. Oh, und, du bist auch weil du weißt, dass es stimmt. Nein, weißt du was? Ich weiß, dass ich nicht aussehe wie eine Mülltonne. Ich habe auch nie behauptet, dass ich hässlich bin. es ist aber... Schau, du sagst über dich selbst, du bist fett. Wir Menschen sind immer ganz sehr viel schneller darin, etwas Negatives über uns selbst zu sagen. Vielleicht sind die anderen auch einfach nur alle zu dünn. Ich weiß es nicht, aber es kommt immer. Du bist aber nicht wirklich. Also die nächste Reise scheint auch geklärt zu sein. Nur der Opa bleibt auf der Strecke. Zum Südpol. Zum Südpol. Mit der Extremsportlerin. Das ist so gut. Ich muss sagen, ich bin aber auch da kein kompetenter Ansprechpartner, weil ich bin ein 53-jähriger Typ, der alles, was er beruflich macht, ist eher wortbasierend. Also von mir verlangt gar keiner, attraktiv zu sein. Und es hängt auch nicht zwingend mit meinem Berufsbild zusammen. Ehrlich gesagt ist es sogar innerlich attraktiv zu sein bei meinem Berufsbild, glaube ich. Und von daher, halte mich da bitte raus. Dankeschön. Okay, wir sprechen jetzt nicht mehr über dich, sondern wir sprechen über J-Lo. Oh, über J-Lo. Ja, und zwar, will ich wieder mitreden. Ja. Und zwar ist das so eine Frau, wo ich mich jetzt wirklich gefragt habe, als ich die beim Super Bowl gesehen habe, in der Pause, wie die aufgetreten ist. Ich glaube, das haben sich auch viele gefragt. Die hat ja das Bild einer 50-jährigen Frau komplett verändert. Also da ist sie, da hängt sie an der Stange. Da würde man ja nicht denken, das ist eine Frau, die ist 50. Also früher sahen Frauen, die 50 sind, so aus wie diese Schauspielerin von den Golden Girls. Ihr hättet aber auch Jane Fonda nehmen können, anstatt die Schauspielerin von den Golden Girls. Es gab schon auch Frauen, die mit 50 aussahen wie sie, aber es war nicht das, die Masse. Abgesehen davon, wenn ich einen Fitnesstrainer hätte, 8 Stunden am Tag und super trainieren würde. Also es ist immer man vergleicht sich immer mit was sehr Unerreichbarem, weil diese Frau lebt ein Leben, das normale Menschen... Ich bin bereit, dich zu bewerben. Du bist bereit, dich bei mir zu bewerben? Als Coach, Personal Coach. Also aber wir haben ja schon auch gerade geredet. Ich auch, bitte. Ich alle zum Personal Training. Ich habe bei einer Tanzshow mitgemacht und hatte einen ukrainischen Tanzcoach. Und da sah ich auch anders aus. Also ich war super durchtrainiert und ich bin leider nicht... Wir wissen, wie es geht, ja. Habt ihr, Judith, hast du das gehört, was er gesagt hat? Nee. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie das geht. Und ich bin nicht so, also Sport ist nicht so meine allergrößte Leidenschaft. Also ich jammere
auf hohem Niveau, sagen wir es mal so. Aber es wird halt... Nein, das sollte ein Kompliment sein, es tut mir leid. Ich will das auch nicht, ich will auch nicht als Hypocrite rüberkommen, weißt du, die sich so hinstellt, ich bin jetzt auch vollkommen geschminkt. Ich könnte mich jetzt wahlweise auch ausziehen und es zeigen, aber das mache ich natürlich nicht. Ich könnte zeigen, wie es ausschaut, ich habe einfach ziemlich... Oh, das kommt dann im Jahresrückblick. Nein, es ist nur so, es ist tatsächlich da. Es ist nicht ausgedacht und es ist kein Scheiß, den ich erzähle, sondern mein Bindegewebe hat die letzten Jahre gesagt... Auf Wiedersehen. Und als ich dann meinen Otto geheiratet habe, hat es gesagt, Leute, wir sind raus. Ja. Und wir wollen uns nicht mehr binden. Das ist ein Punkt, auf den ich gerne kommen würde, weil das ist nämlich so ein Aha-Effekt, den man natürlich auch beim Lesen des Buches hat, den du wahrscheinlich auch hattest. Ja. Es kommt ja gar nicht aufs Bindegewebe an. Natürlich nicht. Also Männer gucken da auch irgendwie gar nicht hin. Man denkt natürlich immer, die sehen nur diese Dellen, aber offensichtlich tun sie das nicht. Möchtest du das beteiligen? Aber Judith, die sind doch auch nicht doof, wenn die uns sagen würden, wenn ich meinem Mann sage, Liebster, habe ich da sehr viel Zellulite, darf der nicht mal atmen, dann weiß ich ja, dass er es sieht. Wenn er mir jetzt sagen würde, ja Schatz, das wäre auf einer Skala von 1 bis 10, das ist bei 9, dann würde ich doch wieder nie mehr mit dem schlafen bei Licht. Never, ever, won't happen. Deswegen lügen uns die Männer auch an und das ist auch vollkommen okay, weil ich will ja von dem auch nicht die Wahrheit wissen. Also blöd ist sie nicht. Ne? Das Meine Freundin, die sagen mir dann die Wahrheit. Mein Mann, nein, das weiß ich nicht. Obwohl ich weiß, dass es da ist. Er scheint ja wirklich ein guter Mann zu sein. Absolut. Und, aber ich bin immer noch erschrocken über diesen einen Satz, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Nämlich, dass Sie sagen, wenn man dann heiratet, ja, dann hat man sozusagen, ist man angekommen, hat man ausgesorgt, muss man sich über das Aussehen keine Gedanken mehr machen. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe es so verstanden. Mein Bindegewebe hat das so verstanden. Ach so, okay. Weil natürlich ist das, ich meine, da muss man ja nur Viktoria Lauterbach anschauen, die eine wunderschöne Frau ist, in 20 Jahren mit diesem Mann zusammen ist. Und er ist auch noch wunderschön. Naja, das ist gerade die Kurve. Aber wir sagen uns die Wahrheit. Nein. Also im Gegensatz zu euch, wir sagen uns die Wahrheit. Ja, ja. Aber die Frage ist, aber die Wahrheit, vielleicht hast du halt keine Zellulite, Viktoria. Ich glaube, sie hat keine. Sie sieht so aus wie eine Frau, ja, die keine hat, oder? Ich habe ja das Gefühl, dass sie darüber nicht reden möchte. Ja, genau. Nein, weil ihr dabei seid. Ich gehen lassen, das wollte ich damit nicht sagen. Okay. Also so Ehering und Jiggling und jetzt kann ich irgendwie 300 Kilo wiegen. Das ist es nicht, aber das, mein System, und ich habe ja nur auch eine Karriere mit Verlobten und Hochzeiten schon hinter mir gehabt. Und wenn du dann den Richtigen findest, den wirklich Richtigen, der dir das Gefühl gibt, es ist wirklich scheißegal, wie du aussiehst, und er meint es so, dann verstehen die Zellen das auch ganz richtig. Aber trotzdem werde ich natürlich nicht unattraktiv für ihn sein wollen, im Gegenteil. Also, ich kann dich beruhigen. Und Otto auch. Also für ein Happy End ist es nie zu spät, steht der Untertitel, also als Untertitel auf dem Buch. Wer das nachlesen möchte, und zwar wie du gekommen bist zu einem positiven Körperbewusstsein und zu diesem Wahnsinnsmann, der genau richtig reagiert, wenn es um Zellulite geht, dann kann man das nachlesen. Vielen Dank, Mimi Fiedler.